Und am Samstag forderten in Bozen über 4000 Schützen ein Los von Rom. Der Einladung des Südtiroler Schützenbundes zum Freiheitsmarsch waren unzählige Kompanien aus Tirol, Süd- und Welschtirol gefolgt. Der Aufmarsch hatte im Vorfeld für heftige Diskussionen gesorgt. Beinahe alle Parteien des Südtiroler Landtages hatten sich distanziert. Selbst die Schützenkompanie Bozen verzichtete auf die Teilnahme an der Kundgebung. Pünktlich um 20 Uhr ging es los. In Reihe und Glied, mit Trommelschlag und Fackeln begleitet, führte der Marsch von der Fagenstraße aus zum Sitz des Regierungskommissärs. Doch der höchste Vertreter Roms in Südtirol hatte die Schützen nicht empfangen. Wir haben gesagt, es ist sehr schade, denn wir hätten uns gefreut, wenn der Regierungskommissär aus erster Hand erfahren hätte, was wir vorzubringen haben. Auf der anderen Seite ist es freilich auch ein wenig betrüblich, wenn der höchste Vertreter der Regierung von Rom einen Besuch von knapp 5000 Leuten nicht empfängt. In vorderster Front mitmarschiert waren auch Abordnungen des Tiroler Schützenbundes. Also ich habe noch selten so wenig Diskussion in Nordtirol zu diesem Thema gehört. Und bei uns im Bundesausschuss war fast Einstimmigkeit, dass wir heute mit einer Delegation des Bundesausschusses an dieser Veranstaltung teilnehmen werden und damit unsere Solidarität mit dem Südtiroler Schützenbund und seinem Einsatz für die Minderheit in Südtirol, also in Italien, eintreten. Auch Separatisten aus Sardinien, Venetien und dem Trentino fanden sich in Bozen ein. Wir wollen eine Einheit, ideal und konkrete auch. Die verschiedene Sprachengruppe von Ladinisch, Deutsch und Italienisch, Altösterreich. Zwischenfälle gab es keine. Die wenigen nationalistischen Zwischenrufe am Siegesdenkmal gingen im Trommelwirbel unter. Das große Polizeiaufgebot hatte offensichtlich militante Gegendemonstranten abgeschreckt. Der Marsch führte auf den Landhausplatz, wo die Bezirksmajore ihre eigenen Anregungen zur Loslösung von Italien kundtaten. Eine Unabhängigkeit von Italien bedeutet, dass wir unsere eigene kulturelle Entwicklung besser dem hohen Standard in Österreich und in anderen europäischen Ländern angleichen könnten. Schützenheil! In einem Monat findet das nationale Alpini-Treffen in Bozen statt mit 400.000 Teilnehmern. Der Freiheitsmarsch mit der Parole Los von Rom wurde von den gemäßigten Parteien als Gegenveranstaltung zum Alpini-Treffen gewertet und daher als unnötige Provokation zwischen den Volksgruppen verurteilt. Wir, da wir tagtäglich arbeiten für unser Land, sind sicher nicht die schlechteren Tiroler. Ja, ich bin sogar der Meinung, die besseren Tiroler, weil wir etwas Konkretes für die Bevölkerung tun. Wer hat die Autonomie gebraucht? Sicherlich nicht diejenigen, die etwas versprochen haben, sondern die Leute, die eben nach dem Krieg und auch in den 60er Jahren an das geglaubt haben, dass wir eine Autonomie bekommen müssen, dass das Autonomiestatut das erste in die Tat umgesetzt wird. Der Freiheitsmarsch der Schützen ist zwar Geschichte, doch der bekundete Willen zum Los von Rom bleibt bestehen.